Hallo, herzlich willkommen bei Landhausgarten. Heute bin ich im Gewächshaus. Die Erde wurde schon aufgelockert, umgegraben und aufgebessert mit Bio-Guana-Dünger. Deswegen riecht das ja auch alles so lecker nach Stuhlgang. Im Gewächshaus bei offener Tür sind heute, ja, 25 Grad. Das ist heute schön. Draußen haben wir auch 19 bis 20 Grad. Von drinnen, die Pflanzen, die sehen auch gut aus. Die standen jetzt eine Woche im Gewächshaus. Die habe ich wieder reingetragen. Deswegen haben die zum Teil auch am Stiel so ein bisschen die Verfärbung. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil die Nächte 12 bis 13 Grad waren. Für die Abhärtung war das aber gut. Es ist auf jeden Fall wieder viel, viel, viel mehr Licht, viel mehr Sonne, besseres Wetter. Und deswegen stehen auch die ersten Pflanzen ohne zusätzliche Beleuchtung. Und zwar hier stehen jetzt einige. Das sind noch ein paar neue. Das ist eine Kübelpflanze. Ein paar Sachen fürs Gewächshaus haben wir hier mit dabei. Hier sind ein paar kleinere Sorten für ein Freiland, aber auch für Kübel und Gewächshaus. Die werden Mitte März spätestens ausziehen ins beheizte Gewächshaus. Hier unten sind noch ein paar Sachen. Und wenn natürlich heute so gutes Wetter ist, haben die hier an dem Tisch trotzdem noch ihre zusätzliche Beleuchtung 12 Stunden am Tag. Das wird Richtung Ende März ausgeschlichen und immer weniger. In dieser Phase passiert natürlich jetzt nicht mehr viel. Die werden jetzt regelmäßig weiter gegossen, gepflegt, gezogen. Das ist interessant, das ist eine Blush-Tomate. Die hat so Blätter wie eine Brennnessel. Dann gibt es ja die normalen Tomatenblätter. Und dann gibt es auch noch welche, die so ein bisschen kartoffelartige Blätter haben. Ganz verschieden, wenn man sich das so anschaut. Ja, wird momentan nur alle 3, 4 Tage mal gegossen, für ausreichend Licht gesorgt, bei gutem Wetter mal rausgestellt für 5, 6 Stunden in die Sonne. Ja, um sie zu dran zu gewöhnen. An den Wind, Temperaturen. Auch hier oben sieht man, da wackeln die Blätter, weil ich die Dachschrägen hier komplett aufmache. Soll sich durchlüften. Es ist gutes Wetter, es ist warmes Wetter, 20 Grad. Und die sollen ruhig merken, es gibt Wind. Es gibt Wind und damit müssen die halt auch umgehen können. Normales UV-Licht. Ja. Und es ist endlich auch wieder heller, die Tage werden länger. Es ist noch um 18 Uhr recht hell. Ja, der erste Teil zieht jetzt bald ins Gewächshaus. Da habe ich auch schon umgegraben, die Erde angereichert. Ja, das ist gar nicht mehr so lange, bis der erste Teil ins beheizte Gewächshaus wandert. Und für den Garten haben wir uns auch überlegt, einen Rasenroboter zu kaufen. Da fahre ich heute nach Obi und besorge den noch und werden wir dann hoffentlich davon guten Nutzen haben und eine schöne Arbeitserleichterung. Hier sieht man auch schön, wie toll die unter der Beleuchtung gewachsen sind. Also man hat einen dicken Stiel, Blatt, 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 ne? Also nicht diesen dünnen, langen, vergeilten Stiel, sondern die sind wirklich schön gewachsen. Dicker Stiel, Blatt, 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 Blatt. Die kleineren sind, wie gesagt, für den Freiland. Die dürfen auch noch ein bisschen länger drin stehen. Und die anderen ziehen wie gewöhnlich spätestens immer Anfang April ins beheizte Gewächshaus. Dieses Jahr sogar früher. Wir haben seit 2 Wochen tolles Wetter. Und deswegen habe ich auch schon die Erde umgegraben und werde natürlich solche große Pflanzen umsetzen. Ja, so eine Pflanze, die ist ja halt schon fürs Gewächshaus gut geeignet. Sowas kann man natürlich ins Gewächshaus jetzt locker pflanzen, so große Pflanzen. Nur es darf nachts nicht unter 10 Grad werden. Aber uns ist es meistens so 16, 17 Grad eingestellt in der Nacht, die Heizung. Und tagsüber heizt sich das Gewächshaus selbst teilweise bis 27, 28, 30 Grad sogar auf. Heute sind da, wie gesagt, 25, 26 Grad und das mit offener Türe.
Und mit verschlossener Türe geht das locker über 30 Grad. Naja, ich zeig euch, was ich bei Obi so finde und für was ich mich am Ende entscheide.